Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Simon the Sorcerer 3D. Könntest du nochmal gemein zu mir sein? Nein. Das ist doch schon gemein. Oh, bitte. Hör mal, wenn du nicht sofort aufhörst zu flennen, erwürge ich dich mit deinem eigenen Pferdeschwanz, du erbärmlicher kleiner Wurm. Ding dong. Irgendwelche Ideen, wie es weitergeht? Irgendwo muss es einen Weg hier raus geben. Du hast uns in die Sache reingeritten, also bring uns gefälligst wieder raus. Diese Helden helfen uns irgendwie überhaupt nicht weiter. Ich denke, ich überlasse es dir, was du tust. Das ist das seltsame Tor, das uns hierher gebracht hat. Okay, Simon kann auch schweben. So. Das bewirkt nichts. Wenn ich mich recht entsinne, ist in solchen Situationen das dämliche Sumpfling-Lied ganz hilfreich. Sumpfgebräu. Bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Sumpfgebräu. Nee, bleibe Sumpf wie treu. Sumpfgebräu, Sumpfgebräu, bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Sumpfgebräu, bleibe Sumpf wie treu. War falsch rum. Entschuldigung. Da habe ich mich wohl vertan. Ja, Sumpf wie kam davor. Sumpfgebräu, bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpf wie treu. Sumpfgebräu. Gut, war auch schon ein bisschen lange her. Bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpf wie treu. Sumpfgebräu. Das war's doch. Ja, sag ich doch. Geschafft. So ein blödes Lied vergisst man eben nicht. Richtig. Wow. Mein Held. Kommst du mit oder was? Nein, ich werde hier warten. Aber ich könnte dich gebrauchen. Ich meine, es könnte hier draußen für dich allein gefährlich sein. Keine Panik, ich habe mich schon im Griff. Der Hals bricht ab. Der Hals ich meine, ist sowieso ich kann auf mich selbst aufpassen, du Ferkel. Ich denke, ich bleibe bei meiner Interpretation. Klopf, klopf. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Simons Hals so dünn ist, dass er den Kopf eigentlich abbrechen müsste? So. Oh Gott. Halt! Sumpfi, bist du das? Nicht gehen weiter! Sumpfi, ich bin's, Simon. Ich nicht kennen dich, seltsam gekleidetes Person. Aber ich wissen, dass du nicht können überqueren Brücke. Seltsam. Sieht aus wie Sumpfi, klingt wie Sumpfi, ist aber nicht Sumpfi. So langsam kriege ich hier Muffensausen. Brücke nur für Leute, die verlassen Kontrollzentrum. Keine Leute überqueren dürfen Brücke in Richtung, in die du laufen. Aber... Und nur gehen erlaubt auf Brücke, nicht rennen oder laufen, oder du werden vaporisiert. Vaporisiert? Nun, genau genommen, du werden zurücktransportiert an Start. Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren? Das sei korrekt. Und wie komme ich darüber? Über die Brücke. Nun bereit machen zum vaporisiert werden. Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren. Das macht die Angelegenheit natürlich etwas schwieriger. So, oder Sumpf hier. Nicht laufen auf Brücke.
Okay. Welche Taste war langsam gehen? Ja, die. Okay. Der ganze Spaß hier dran hat damit zu tun, dass Sumpf ja zum Glück strohdumm ist. Und wir gehen natürlich in die Richtung der Brücke. Und wenn er guckt, gehen wir in die ganz andere Richtung. Damit er denkt, wir kommen von der anderen Seite. Ja, Sumpfi ist halt nicht der Schlauste. Auf so ein Rätsel muss man erstmal kommen. Okay. Und schnell zurücklaufen. La la la. Wie doof kann man nur sein? So, ich denke mal, diesmal schaffen wir es rüber. Nein, doch nicht. La la la. Aber jetzt. Rennen dürfen wir leider nicht. Habt ihr gesehen, wir werden vaporisiert? Halt! Nein! Oh Gott. So, wir sind drüben angekommen, nachdem ich ja kurz vor dem Schluss versagt habe. I hate it, it's so fucking dark. Na gut. Der Schöpfer. Copyright Schöpfer GmbH. Sieht mir ein wenig alt aus. Nicht du schon wieder. Könntest du vielleicht mal mit dem dramatischen Rumgeheule aufhören? Oh, na klar. Was ist mit diesem Schrotthaufen von einem Computer? Dieser sogenannte Schrotthaufen ist der Nexus-Computer. Jene Maschine, die das Universum kontrolliert. Aber selbst mein Taschenrechner sieht wesentlich leistungsfähiger aus als das Ding da. Der Eindruck kann täuschen. Klar, aber 7.353.315 auf dem Ding da einzugeben, ist nur halb so lustig wie auf meinem Taschenrechner. Und wo ist überhaupt die Tastatur? Die wird gar nicht benötigt. Aber ich wette, das Ding braucht eine Energieversorgung. Was würde wohl passieren, wenn ich den Stecker ziehe? Das wäre das Ende von allem. Noch schlimmer als alles, was du dir vorstellen kannst. Schlimmer als damals, als nach meiner 832. Tetris-Zeile die Batterien leer waren? Höchstwahrscheinlich ja. Wow! Also irgendwie bin ich vom Herz des Universums schwer enttäuscht. Was hast du denn erwartet? Keine Ahnung, blinkende Lichter, seltsame Wirbel, mathematische Gleichungen, die durch die Luft fliegen und solchen Kram. Ich glaube, die Entwickler haben eher auf Funktionalität als auf Form geachtet. Ich bin jedenfalls nicht sehr begeistert. Und warum sehe ich hier überall lauter Sumpflinge? Das sind die Alten, die Schöpfer des Universums, des Lebens und allem. Du behauptest, das Universum wurde von torffressenden Sumpflingen geschaffen? Nein, von den Alten. Sumpfling ist ein Slangwort, das sich vor einigen Jahrtausenden entwickelt hat. Sie empfinden diesen Begriff tatsächlich als ziemlich diskriminierend. Cool. Musst du nicht irgendwo rumspuken? Offensichtlich nicht. Du wirst meine Hilfe benötigen, wenn du Sordids üble Pläne durchkreuzen willst. Und wie soll das geschehen? Du musst in den Nexus-Computer hinein. Und dazu muss deine Seele von deinem Körper getrennt werden.
aber ich habe meinen Körper doch gerade erst wiederbekommen. Ich hänge wirklich sehr an ihm. Ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Aber du bist doch einfach nur eine Seele. Warum kannst du Sordid nicht folgen? Weil diese Aufgabe deine Jugend, deine Stärke und deine Fähigkeiten erfordert. Blöde Ausrede. Du hast ja nur Schiss. Das ist deine beste Antwort? Wir haben keine Zeit mehr für Haarspaltereien. Wir müssen die Trennung auf der Stelle vollziehen. Oder Sordid wird die Kontrolle des Universums übernehmen. Na denn mal los. Wie üblich habe ich in dieser Angelegenheit wohl nichts mitzureden. Aber sei wenigstens vorsichtig, ja? Schimschalamar, schnipp, schnapp, Seele ab und 3 Strich Steuerbord. Schnipp, die Trennung Seele ist vollendet. Du existierst nun als Seele. Schnipp, schnapp, Seele ab. I'm a soul man. Unglücklicherweise sind die Konsequenzen dieser Trennung etwas ernsthafter, als du vielleicht gedacht hast. Falls deinem Körper oder deiner Seele irgendwas passieren sollte, stehen die Chancen für eine Wiedervereinigung eher schlecht. War zu erwarten, dass die Sache einen Haken hat. Ja, es gibt ein geringes Risiko. Nun, worauf warte ich dann? So, kann ich erstmal speichern. So, gespeichert. Immer schön im Dunkeln rumtappen. Vielleicht sollte ich mal meinen Monitor heller drehen. Okay. Also ich probiere es nochmal mit der Helligkeitseinstellung. Hab keine Ahnung, was Differing ist, aber... Wir gucken mal, ob wir jetzt was sehen. Na, eigentlich wirkt sich das im Spiel wirklich nicht aus, sondern nur großartig im Menü. Na okay. Wir sind also im Nexus. Sieht zwar gar nicht aus wie ein Computer von innen, aber na gut. Na gut, aber jetzt wird es auch ein bisschen heller. Ich habe keine richtige Ahnung, wo wir genau lang müssten. Ich habe mich hier auch schon verirrt einmal. Nein, nicht hängen bleiben. Simon, nicht hängen bleiben. Puh, ich hasse es. Ich hasse es wirklich, wenn er hängen bleibt und nicht mehr weiterkommt. Okay, irgendwie geht es hier scheinbar nach oben. Ach, hier muss ich, glaube ich, rechts drauf. Ach ja, ja, na, hier war ich auch schon mal. Eieieiei. Vorspielen lohnt sich nur, wenn man sich was merken kann. Und das kann ich hier bei dem Wirrwarr eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich konnte mir nur merken, dass ich auf die rechten rauf musste, wenn diese leuchtenden Dinger kamen. Oder zumindest, dass es funktioniert hat beim letzten Mal. Oh Gott, bin ich ja nach links oder nach rechts? Ich glaube hier bin ich lang. Runterfallen kann man glücklicherweise nicht. So, und dann ging ich hier genau. Juhu! Ich habe mich wieder dahin gefunden. Seht ihr, wer Simon, da links ist? Du kommst, mich zu retten! Sei ruhig, oder wir sind beide geliefert. Ei, 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 was haben wir denn da? Das sieht ja ganz nach einem närrischen Rettungsversuch aus. Ah, Sordid. Endlich treffen wir uns wieder. Das bedeutet wohl, dass das Ende des Spiels nicht mehr fern ist. Denn um diese Zeit tauchst du normalerweise immer auf. In der Tat ist das Spiel, wie du es nennst, fast vorüber. Und der Sieg wird für immer und ewig mir gehören. Glaubst du wirklich, dass du den Nexus übernehmen kannst? Glauben? Ich weiß es.
Und ich habe es tatsächlich schon fast geschafft. Ich muss nur noch einige kleinere Einstellungen vornehmen. Dann kann ich mit Hilfe deines illustren Freundes hier die Kontrolle übernehmen. Sumpfi? Was hat der denn mit der ganzen Sache zu tun? Er ist der Schlüssel. Das war er schon immer. Warum habe ich wohl sonst so viel investiert, ihn gefangen zu nehmen? Aber er ist doch zu nichts zu gebrauchen. Zu absolut nichts. Das ist er doch. Vor 100.000 Generationen hat ein sehr, sehr entfernter Vorfahre dieses jungen Burschen etwas Einzigartiges getan. Eine Sumpfsuppe gekocht, die ausnahmsweise genießbar war? Nein. Er erschuf den Nexus. Was? Du behauptest, das ganze Universum und die Technologie, die es kontrolliert, wurden von einem von Sumpfis Verwandten erschaffen? Genau. Und als letzter Überlebende der Alten ist er der Einzige, der den Nexus-Computer und damit das Universum kontrollieren kann. Du lässt Sumpfi das Universum beherrschen? Müssen alle Sumpfsuppe essen. Ich glaube nicht. Sobald ihr die manuelle Kontrolle wiederhergestellt habt, werde ich die Dinge in die Hand nehmen. Für den Rest der Ewigkeit. Klingt doch gut, oder? Das darfst du nicht. Der Nexus ist der einzige Weg, auf dem ich nach Hause komme. Du Ärmster. Nun, ich bin sicher, ich kann dir einen neuen Planeten erschaffen. Ich glaube, etwas vom Kaliber Hölle dürfte ganz nett sein. Du Schurke, ich werde... Ja? Was wirst du? Falls du es vergessen haben solltest, wir existieren hier nur als Seelen. Du kannst mir nichts anhaben. Du mir aber auch nicht. Stimmt. Aber ich kann dafür sorgen, dass du nicht länger nervst. Nun denn, Sumpfling. Den Legenden zufolge weißt du, wie man die manuelle Kontrolle des Computers wiederherstellt. Natürlich, ich wissen. Du warten. Alte Sumpfi-Schriften sagen, um abzuschalten automatische Kontrolle, diesen Knopf drücken. Hervorragend. Jetzt schalte um auf Handbetrieb. Okay. Alte Sumpfi-Schriften sagen, um zu aktivieren manuelle Kontrolle, diesen Knopf drücken. Ups. Was hast du gemacht? Ups. Sumpfi offensichtlich haben gedrückt Knopf für Speicher löschen. Du blöder Schleimfresser. Weißt du, was du da angerichtet hast? Nein. Der Nexus! Du hast ihn gelöscht! Das schlimm sein? Könnte man sagen, Sumpfi. Könnte man sagen. Ich verschwinde. Macht's gut, Lutscher. Los, Sumpfi, wir müssen hier raus. Wenn wir vor Sordid entkommen können, ist der Nexus vielleicht noch zu retten. Ich nicht können, haben dieses Ding am Bein. Du geh in dich selbst retten. Oh Mann, was für eine Entscheidung. Oh oh. So, ich speichere mal und wir haben anscheinend ein Zeitlimit und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn es heißt Let's Play Simon Sorcerer 3D. Bis dann, euer Nobby.